Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute zum letzten Teil, glaube ich. Ich glaube, ich habe euch in meinem Bastelzimmer eigentlich alles gezeigt. Einen kleinen Teil habe ich noch und den würde ich euch jetzt mal zeigen in diesem Video. Und zwar geht es so ein bisschen um die Kleberaufbewahrung, um die Aufbewahrung von meinen Stanzformen und Prägematten, wie ich die so noch sortiere und um sowas, was wirklich direkt um meinen Arbeitsplatz rum steht. Die ganze Bastelzimmertour könnt ihr hier oben, verlinke ich euch das Video, anschauen. Da könnt ihr wirklich alles sehen. Da seht ihr auch zum Beispiel, wie ich meine Stempelkissen aufbewahre und meine Stanzen und meine Blends und meine Stifte. Wobei die Blends hatte ich da noch gar nicht so, aber das kann ich euch gleich noch zeigen. Ich habe euch auch ein Video aufgenommen, zum Beispiel für die Papieraufbewahrung. Das kann ich euch auch gerne verlinken. Das ist vielleicht auch total interessant. Und genau, alle anderen habe ich auch in dieser Playlist, also das blende ich euch alles da oben ein. Das ist jetzt so das Abschlussvideo und vielleicht ja für den einen oder anderen noch ganz interessant. Ich starte jetzt einfach mal mit dem, was ich immer wirklich ganz nah an mir stehen habe. Also hier oben ist diese Kiste und dieses Tool. Das sind meine allerwichtigsten Sachen und ich zeige euch das jetzt nur mal ganz kurz, was hier so drin ist. Also hier habe ich so eine Dose, einfach ein bisschen verziert, das ist einfach eine... Ich glaube, eine Ananassoße war es oder so. Und da habe ich drin mein Lineal, meine Scheren, meine Faltstifte, Bleistift, meine Aquapainter, einen Blend, Pinsel, Blendingpinsel und meine Mischstifte und so. Also diese Sachen, wo ich wirklich ständig brauche. Also die Schere und das Lineal, da greife ich andauernd hin. Das steht eben hier oben. Und hinterhalb davon habe ich noch so ein paar so Gläser, wo ich zum Beispiel Fineliner drin habe mit Stiften, nochmal ein Glas mit Buntstiften und Markern. Dahinter gibt es nochmal ein Glas mit diesen Buntstiften und mit diesen Blending Pens, Pinseln. Und dann habe ich noch eines für Aquarellstifte und meine Sprühflaschen. Also hier sind meine ganzen Aquarellstifte drin. Und das ist wirklich was, was hier hinterhalb von meinem Kästchen steht. Das sind so die Sachen, wo ich auch öfter mal brauche, aber nicht so oft, dass ich da ganz direkt hin muss. Also das steht hier an der Wand. Ich schiebe das nur wieder zurück, dass ich da gleich hinkomme. Und wie gesagt, das mit meiner Schere, unglaublich wichtig, steht einfach so rechts von mir hier oben. Könnt ihr alles im Bastelzimmervideo gut sehen, glaube ich. Und dann habe ich hier noch einen Teil, das ist vielleicht ganz spannend und das benutze ich wirklich gern und finde es cool und deswegen zeige ich es auch ein bisschen ausführlicher. Das ist eigentlich für Lippenstifte. Ich habe das einfach im Discounter gekauft. Also für Lippenstifte und Schminkutensilien und das finde ich ist auch total praktisch, weil man so ein bisschen verschiedene Ebenen hat. Also ich hoffe, ihr seht es gut. Ich habe nämlich hier vorne zum Beispiel meine Pieksnadel drin, meine kleinen Bleistifte, den sollte ich mal spitzen. Büroklammern, meine Radierer, meine Pinzetten. Das sind auch so Sachen, wo ich eigentlich ständig brauche und wo mir sonst irgendwo anders im Weg rumfliegen würden. Also ich hoffe, ihr seht es gut. Also diese Seite ist definitiv für Lippenstifte. Dann habe ich hier mein Wasser in der Sprühflasche einfach drin, mein Stempelreiniger, mein Stays-on-Reiniger und meinen Radiergummi für Klebemittel, weil ich das auch einfach ständig benutze. Dann habe ich hier hinten nochmal zwei Scheren, weil Scheren kann man nie genug haben. Ich habe hier noch so eine Nagelfeile, wenn Papier ausgefranst ist, dass ich das Papier noch ein bisschen nachfeile. Kann ich euch auch mal hier oben verlinken, habe ich mal ein Video aufgenommen. Und meine, für kleine Stanzteile, meine, diese Bürste halt zum Rausmachen von kleinen Stanzteilen. Genau. Also das sind so Sachen, die ich ständig benutze, ständig brauche und die in so einem Teil einfach total ordentlich immer hier oben stehen und dann komme ich da super hin, kann mir schnell meine Stempel sauber machen oder meinen Radierer schnappen und was wegradieren, wenn Kleber irgendwo ist, genau. Oder auch Stempelfarbe, genau. Und meine, mein Wink of Stella und so habe ich auch da drin. Ich finde das eben cool, weil man da halt so verschiedene Tiefen hat. Entschuldigung. Dass das komplett unten steht. Hier hat man noch so ein bisschen höheres Fach, also da könnte man auch so kleinere Teile noch reinmachen und hat einfach ein bisschen mehr Ordnung. Vor allem die Pinzette ist echt super, weil man die ständig braucht und dann irgendwo hinlegt und dann, wenn sie einen festen Platz hat und mal sie einfach wieder zurückstellt, dann tut man sich da viel, viel leichter, finde ich. Genau, also das ist so der Bereich hier auf dieser Seite, oberhalb von meinem Bastelplatz. Und gleich daneben ziehe ich einfach jetzt hier mal nur vor, habe ich meine ganzen Acrylblöcke. Also alle Acrylblöcke, die ich besitze, sind mit drinnen. Ihr seht es, die sind ein bisschen sortiert nach Höhen. Also ganz hinten ist diese ganz großen und auch diese länglichen großen. Die brauche ich nicht so oft, die sind eher weiter hinten. Dann komme ich auch gut vorne hin an die kleinen. An der Seite habe ich immer meine
meine ganz schmalen, die liegen hier so ein bisschen aufeinander. Da habe ich noch einen höheren, den stelle ich auch eher hinten hin. Wenn ich den mal schnell brauche, kann ich mir den gleich rausholen. Hier sind so auch große, aber auch welche, wo ich nicht ganz so oft brauche. Und ganz vorne sind meine Lieblingsblöcke, die ich einfach ständig brauche und die ich gerne mag, weil die einfach von der Größe super sind zum Positionieren. Und ganz vorne auch meine Lieblinge, die kleinen, die brauche ich auch ständig. Und die ganz kleinen, also die habe ich alle vorne drin, sodass ich da wirklich super hinkomme. Und das steht auch die ganze Zeit hier hinten. Diese Kiste hier, ich kann es jetzt nicht kippen, sonst ist die ganze Ordnung wieder verrückt. Diese Kiste ist von dem schwedischen Möbelgiganten. Die kennt ihr bestimmt, die gibt es auch eben mit Farbe innen drin. Ich verlinke euch das in der Infobox, wenn ich den Link dazu finde. Und die kann man halt super, weil die auch so einen Griff haben, schnell hinterschieben, schnell vor. Aber meistens, ganz ehrlich, steht das immer da hinten und ich greife da einfach rein, nehme meinen Stempelblock raus. Und hier meine Stempel und gut ist. Und das steht eben wirklich genau daneben, in diesem Bereich hier, damit ich das immer griffbereit habe. Und dann gibt es noch ein weiteres Fach, was ich noch so habe, so kleine Perlen oder so, die mache ich, schiebe ich mir einfach dazwischen diese beiden Bereiche rein. Dann habe ich die auch schnell, weil ich Glitzi und Perlen, diese drei Sachen, die habe ich immer da. Und die passen dazwischen super und kann die mir schnell rausgreifen, wenn ich sie brauche. Und dann habe ich noch so ein Fach für Kleber. Und es steht wirklich wieder genau neben diesem Acrylblöckefach. Also das ist genau hier auf dieser Höhe und nach hinten geschoben. Und hier habe ich so gemacht, da habe ich mir auch, ich denke es auch vom Ikea, glaube ich, so eine kleine Box reingestellt, dass es ein bisschen unterteilt ist. Vorne sind die Sachen drin, die ich andauernd benutze. Also meine Dimensionals, ein Abreißklebeband und meine Mini-Klebepunkte. An der Seite sind die Sachen, die ich jetzt nicht so oft brauche, diese langen Schaumstoffbögen. Dann kommen hier die Kleber, wie zum Beispiel der Flink und Fest. Diese anderen Schaumstoffpads hier sind da drin. Das sind so Sachen, die ich nicht so oft brauche und die habe ich einfach da noch drin. Auch ein kleines bisschen von dieser Folie, wobei ich die noch woanders lager, weil ich, weiß ich eigentlich nicht, warum ich die nicht hier rein tue, weil dann würde ich sie vielleicht nicht so oft vergessen. Das wäre super. Und hier hinten habe ich einfach noch so eine dicke Stempelbox. Zum einen, weil die super hier reingepasst hat und zum anderen, weil ich hier mein ganzes Blink-Blink drin habe. Also das sind wirklich sämtliche Sachen, die ich so habe, die an Perlchen und an kleinen Blümchen und was man halt alles so für Schnickschnack hat, das passt da super rein. Ist gut verräumt, wenn ich es brauche, schnappe ich es mir, hole das, was ich brauche, raus und dann kann ich es einfach ordentlich wieder zurückstellen. Und hier an der Seite habe ich noch so Klebesachen, die, ja, wo man sich so ein bisschen ansammelt, so ein bisschen, wo halt mal was übrig geblieben ist von so Sets und so, die versuche ich dann immer aufzubrauchen. Die habe ich auch schön an der Seite gleich griffbereit. Genau, also so ist das Ganze bei mir aufgebaut. Der Kleber ist auch in so einer Box. Also diese Box seht ihr gleich nochmal. Ich glaube, so sieht man sie ganz gut. Und den schiebe ich auch einfach wirklich direkt neben diese Acrylblöcke in diesen Bereich. Also so seht ihr jetzt hier mein ganzer oberer Bereich. Habt ihr jetzt gesehen. Dann habe ich so, dass ich noch meine zwei Stanzplatten hier nebendran liegen habe. Und dann kommt ein bisschen Papier, Flösterweiß, Anthrazit, Savanne und Himbeerrot, wo ich wirklich massenhaft davon habe. Massenhaft Reste. Und die nehme ich eigentlich immer da raus, weil ich, ja, ich möchte es weniger kriegen. Das passt nämlich nicht mehr in meinen Rollwagen rein. Und deswegen steht es hier noch daneben, dass ich da wirklich auf diese drei oder vier Farben, wo ich ständig brauche, zugreifen kann. Und genau. Wir stehen jetzt hier im Moment noch. Ich versuche immer, das ein bisschen weniger werden zu lassen. Und dann kommen nämlich schon meine Stanzformen. Und das zeige ich auch gleich. Vorher noch eine kleine Sache zu den Klebern. Ich habe noch ein bisschen mehr Kleber, nämlich diese drei. Also Flüssigkleber, Crystal Effects und den Präzisionskleber. Da habe ich mir mal so Boxen gebastelt, auch für mein Team damals, als diese große Zeit mit diesem großen C losging. Und dann habe ich allen so einen kleinen Spruch gemacht, alles wird gut, und da hatte ich halt noch drei Boxen übrig und das fand ich halt einfach ganz süß, weil das einfach super passt. Und da sind so diese drei Kleber drin, die stehen einfach noch davor und dann kann ich mich super rausnehmen und die haben auch jetzt alle ihren Platz und ich musste nicht mehr in meiner Kiste suchen. Genau, und wie gesagt, neben diesem Papier, das da noch steht, kommen jetzt meine ganzen Stanzformen und Prägematten. Und da habe ich nochmal drei solche Kisten, also es sind alles die gleichen Kisten. Ihr seht jetzt hier die innen drin. Die ist jetzt grau innen drin, die anderen waren weiß, aber ich zeige euch die jetzt mal komplett. Also so sieht die komplette Kiste aus. Die sind super schön leicht und liegen gut in der Hand. Und was ich an den Kisten besonders gut finde, ist, dass halt meine
kleinen Stanzformen, die ich eben in diesen Hüllen aufbewahre. Da habe ich euch auch ein Video gemacht, verlinke ich euch hier oben, wie ich das mit den Magneten immer mache und dass es einigermaßen ordentlich ist. Naja, es ist nicht das beste Vorzeigemodell, das vielleicht, das ist schön ordentlich. Aber das passt hier halt einfach super rein. Meine ganzen Prägematten passen hier super rein. Und auch diese großen, also wir haben ja auch diese großen Formen, die passen halt auch super rein. Die mache ich einfach in diese Richtung. Also ich habe eins nur für die großen, das steht ganz auf der linken Seite. Und der Rest sind eben diese kleinen mit den Prägematten. Und natürlich auch die großen Prägematten passen so rum super rein. So rum ist es knapp, also so rum würde ich das dann lagern, die großen Sachen in dieser Box in diese Richtung und die kleinen Sachen in dieser Box in diese Richtung. Und das ist eigentlich schon alles, also das ist mein ganzes Hexenwerk. Ich habe hier meine Prägeformen vorne drin und hinten meine Stanzformen. Ich habe ja gesagt, ich habe drei von diesen Kisten mit Stanzformen voll, habe eine mit nur aktuellen kleinen Formen, eine große, also mit den ganzen großen in die andere Richtung und eine mit den kleinen, die schon älter sind. Und ich möchte eigentlich versuchen, dass ich bei dieser Menge bleibe und nicht viel mehr mir insgesamt anschaffe, beziehungsweise auch mal was verkaufe. So, das ist der gute Vorsatz. Mal schauen, wie es klappt. Aber so habe ich das Ganze sortiert und kann dann einfach hier durchgehen und sagen, okay, ich suche jetzt mal die Stickmuster und kann mir die dann da rausnehmen oder ich suche irgendwas anderes. Ich finde, man hat da schnell den Überblick, was man hat, kann da gut durchstöbern und es ist schön übersichtlich gestaltet und man findet eigentlich ganz schnell, was man sucht. Genau. Und wenn man nicht weiß, was man bastelt, kann man sich das auch einfach nehmen, geht mal durch und sagt, ah, ich möchte mal wieder mit diesem Set arbeiten oder mit diesem Set und dann kann man damit eine schöne Karte gestalten. Genau, und das ist wie gesagt noch auf der linken Seite. So kann ich eigentlich an alles im Sitzen gut hinkommen. Ich schiebe das mal kurz hinter und habe hier wirklich alles so in meinem Umfeld hier oben. Rechts habe ich dann noch meine Schneidebretter, einen kleinen Mülleimer. Die Schneidebretter, ich zeige sie euch jetzt mal noch schnell, aber das ist auch nichts Besonderes. Guck mal, ob ich sie hier sonst bekomme. Da habe ich mir einfach so drei so Ordnerhalter, oder wie sagt man denn da, so ich muss das mal kurz rausnehmen, glaube ich, damit ihr das auch seht. Diese, Gott, ich kriege es gar nicht ganz ins Bild. Seht ihr, was ich meine? Das sind einfach so Aufstellordner, wie man das sagt, glaube ich. Das habe ich mir hingelegt und ich habe es mir eigentlich zusammengeklebt mit Heißkleber. Das hebt nicht so gut. Ich werde es mir noch mit einer, ja, ich muss mal gucken, ob ich das mit einem großen Tacker irgendwie festmachen kann. Also es hebt soweit schon, es ist jetzt nicht mehr so schlimm. Ich hatte es jetzt ewig einzeln stehen, habe gedacht, mit Heizkleber klebe ich es gut. Es hat so eine komische Oberfläche, das hat nicht so gut geklebt. Aber das steht bei mir eben so da dran. Und da habe ich einsortiert einmal so ein Ordnersystem mit Notizen, mein Stemparatus. Daneben sind meine zwei Schneidebretter, also das alte und das neue. Das kann man jetzt super reinschieben und kann es ganz schnell rausnehmen und dann wieder verwenden. Und ganz auf der linken Seite ist noch mein kleines Schneidebrett. Und so steht das dann hinten dran und dann nimmt sich das schnell raus, benutzt und tut es einfach wieder rein. Das finde ich wirklich top. Ich weiß nicht, ob es eine andere Lösung gäbe, aber für meine Ecke ist das wirklich super. Genau. Okay, dahinterhalb sind dann meine ganzen Stempelkissen, meine Stanzen. Das seht ihr alles in dem anderen Video. Oben ist diese Wand mit meinen ganzen Bändern, Washi-Tapes und Kleinkram. Und jetzt würde ich euch nur noch eine Sache kurz zeigen, und zwar die Blends. Das habe ich euch am Anfang noch gesagt. Die sind hier oberhalb. Also ich habe hier nochmal ein Regal oben drüber. Und da habe ich, ich glaube, ich nehme euch mal ganz kurz runter von der Halterung. Genau, also hier ist es so der obere Bereich. Da sind eben meine Blends in diesem Aufbewahrungssystem von Stampin' Up. Komme ich auch super hin, kann mir die Farben rausnehmen und kann schnell wieder zurückmachen. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ja, ihr Lieben, das war's schon. Also das war so ein bisschen noch so ein kleiner letzter Teil von meiner Aufbewahrung in meinem Bastelzimmer. Einfach so ganz enge Sachen, die ganz direkt um mich rumstehen, mal noch ein bisschen genauer gezeigt. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen. Ich bin mit dieser Ordnung, fahre ich ziemlich gut und komme damit schon eine ganze Weile gut klar. Und wenn ich irgendwo noch einen Tipp oder sowas finde oder was ich super gut finde und was ich euch gerne zeigen würde, dann zeige ich euch das natürlich. Aber soweit, glaube ich, habe ich euch eigentlich alles soweit gezeigt aus dem Bastelzimmer. Und ich hoffe, dass ihr da viel draus mitnehmen könnt und vielleicht den ein oder anderen Tipp für euch dabei habt. Und deswegen würde ich jetzt sagen, viel Spaß beim Ordnung halten. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Kreativiert was Neues und tschüss!